ist der richtige Ton. Genau. Da haben wir auch noch eine Höhle. Und da ist die Höhle, zu der ich eigentlich möchte. So, wenn wir wieder rauskommen, dann sollten wir uns das überlegen. Sollten wir jemals wieder rauskommen? Okay. Sollten wir uns das überlegen, dass wir... So, ich möchte meine Spitzhacke jetzt mal ein bisschen sparen. Aber meine Schaufel nicht. Ah. Ah. Aha. Okay. Gut, also wir schnappen uns hier die Kohle. Und den Schotter. Aber wenn es so ist, warte mal. Dann sollte ich das doch eigentlich gar nicht so sinnlos... Boah! Da. Dann sollte ich das doch eigentlich gar nicht so sinnlos zerstören, oder? Komme ich da hin? Gut. Machen wir den da unten noch weg. Genau. So, haben wir alles. Okay, machen wir das mal so. Fluff. Fluff. Okay, die nächsten Steine. Und die nächste Schaufel. So, Steine müsste ich ja genug dabei haben. Weil ich ja mein Zeug nicht ausgeladen habe. Da bin ich jetzt ein bisschen froh drum, weil, wie gesagt, eigentlich... Habe ich ja prinzipiell zu wenig mitgenommen. Also weil ich dachte, oh, jo, Spitzhacke, ich habe ja genug. So. Wunderbar. Jetzt sind wir hier auch eigentlich durch. Wunderbar. So ist die Frage, ob ich irgendwo eine Ding hinsetze. So.
Ja, da war der Abgang in den Keller, genau. So. So, ursprünglich bin ich ja da weiter. Wir können theoretisch auch mal hier ein bisschen Licht machen. Und da. Und da. Und dann gibt es hier auf jeden Fall Schotter bis zum Abwinken. Und da muss ich jetzt mit Spitzhacken vorsichtig sein. So, dann machen wir hier mal wieder ein bisschen Licht. So. Warum müssen wir da hinten mit Spitzhacken vorsichtig sein? Weil wir uns sonst halt eventuell wieder rausschaufeln dürfen. Kohle nehmen wir mit. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Okay, jetzt fällt mir bloß wieder ein politisch inkorrekter Witz ein als Reim und das wollen wir vermeiden. Super. So, okay. Hier Sackgasse. Bitte, bitte. Jep, hier Sackgasse. Da oben keine Kohle. Da ist Schotter. 3. Habe ich erwartet. Okay. Dann schauen wir mal. Hier mal, nee, alles klar. Also da brauchen wir nicht weiter dran rumfuhrwerken. Kann man den Schotter hier einsammeln? Und wir brauchen eine neue Schaufel oder einen neuen Timmy. So, alles klar. Das ist eine Sackgasse, das ist gut. Auf der einen Seite habe ich ja schon Bock drauf. Ah, auch Sackgasse. Auch gut. Hihi. Macht aber nichts, wir können außen rum. So.
So, was wir jetzt auch noch machen können, ist, wir können hier mal einen kleinen Ofen hinbauen. Jetzt nur so für uns, damit wir... genau. Zack, zack, zack. Damit wir quasi, während wir hier schottern, mal so ein, mal so ein bisschen Zeug einsammeln können. Also während wir hier schottern, halt das Zeug schmelzen, das meinte ich eigentlich. Macht vieles schon mal ein bisschen einfacher. Und den Ofen können wir dann ja nachher ja einfach wieder mitnehmen. Wie gesagt, wir können uns auch eben Stationen machen. Jetzt habe ich keine Wolle dabei. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. So. 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 Okay. Zack. Da ist rum und dann würde ich da noch gucken. Da ist auch noch rum. Alles klar. Und dann sage mal. Gerade habe ich ein bisschen Kratzeln im Hals. So, dann können wir auf jeden Fall hier mal. Das ganze Gezuppel mitnehmen. Gut, wenn wir hier eh gerade unterbrechen müssen, kannst du eigentlich gerade weitermachen. Und du. Und dann würde ich sagen hier. So, wo habe ich hier noch die Steine? Da. So. Wunderbar. Oh, da ist schon wieder so ein Miesmonster. Da will ich eigentlich mich gerade gar nicht drauf einlassen. So. Wunderbar. Da haben wir diesen Aspekt der Höhle bald auch leer.
Und wenn wir den dann leer haben, dann können wir. Ah, toll. Schaufel. Dann können wir unseren Ofen wieder einpacken. Und das Metall, das da drin ist. Ich hoffe es zumindest. Ansonsten müssen wir da halt eine Truhe irgendwo hinbauen. Aber das würde ich dann oben an die Treppe packen.